Die vergangenen Wintertage haben gerade im Straßenverkehr ihre Spuren hinterlassen. Das Polizeipräsidium Koblenz berichtet über mehr als 3.500 Unfälle im Januar in der Region, darunter viele Blechschäden. Für das Kfz-Handwerk bedeutet das viele Überstunden bei der Reparatur und für Unternehmen mit Abschleppservice Dienst rund um die Uhr. So in der Kfz-Werkstatt der Familie Gründel in Dörth. Neben der handwerklichen Reparatur und Wartungsarbeit im Unternehmen rollt Firmenchef Klaus Gründel mit seinem Abschlepper vom Hof, wird er zu einer Panne oder Unfall gerufen. In diesen Wintertagen sind die Schäden fast alle identisch. An Front oder Heck haben Rutschpartien über Eis und Schnee als Blechschaden ihre Spuren hinterlassen. Personenschäden, so berichtet das Polizeipräsidium Koblenz, gehen bei extremem Winterwetter zurück. Dafür steigt die Zahl der Fahrzeugschäden, wie auch die Pannenstatistik. Hauptproblem Nummer 1 bei strengen Minusgraden sind Startprobleme, meistens auf eine defekte Batterie zurückzuführen. Walter Fink vom Ahrweiler Abschleppunternehmen Flossdorf kennt diese Fälle zu Genüge. Täglich macht er sich auf den Weg zu seinen Kunden, die nicht vom Fleck kommen. Wir hatten jetzt so vor Ort direkt zuerst mal die Batterie überprüft, ob die genug Stärke hat. Ja, die war da. Alle Instrumente zeigten an. Dann als nächstes wurde der Kraftstoff überprüft, auch 3/4 voll der Tank. Und was dann naheliegender war, dass er nicht anspringt, dass halt die Kraftstoffzufuhr nicht da war. Dann ist überprüft worden, indem ich den Tankdeckel aufgeschraubt habe und habe dann nachgehört, ob die Pumpe überhaupt anspringt. Und da habe ich ja jetzt nichts gehört. Ich schließe oder gehe da jetzt fast davon aus, dass die Kraftstoffpumpe der defekt ist. Ja, ich werde jetzt das Fahrzeug aufladen und dann zu der Werkstatt bringen, wo der Kunde hin möchte. Reparaturarbeiten im Familienunternehmen Gründel, die widmen sich in diesen Tagen zumeist Blechschäden. Wirklich schwere Unfälle gab es trotz Schnee und Glätte kaum. Doch das Notfalltelefon stand kaum still. Chef Klaus Gründel war rund um die Uhr im Einsatz. Ja, am Freitag bis Samstag sind ich 5 oder 7 Mal rausgefahren worden oder gerufen worden. Das bedeutet, bergen, abschleppen, die Havaristen in die Werkstatt bringen, abladen und direkt wieder ran an Steuer und auf den Weg zum nächsten Einsatz machen. Auch im Ahrweiler Unternehmen Flossdorf waren die letzten Tage der Abschlepp-Ausnahmezustand. Alle Wagen waren rund um die Uhr im Einsatz. Im vergangenen Jahr rückten die Ahrweiler rund 4000 Mal zu Pannen oder Unfällen aus. Das sind mehr als 10 Einsätze täglich. Dabei sind auch Fälle, die selbst einem erfahrenen Mann wie Walter Fink in Erinnerung bleiben. Da war mal ein älterer Mann auf der Autobahn, ist der liegen geblieben. Der hatte wohl bei Hamburg schon mal einen Unfall gehabt. Und wir wurden dann hier auf einen weiteren Unfall hingerufen, zur A61. Da hat er dann wohl einen Unfall gehabt. Er wusste, er war aber total desorientiert. Er wusste nicht mehr, wo er war. Und er hatte die ganze Zeit, er sagte, er wäre auf der A43. So suchten die Bergungskräfte im Norden auf der A43 einen Pannenwagen, der tatsächlich hunderte Kilometer weiter südlich auf der A61 stand. Ungewöhnlich sind auch die Einsätze, geht es für die Handwerker zum Arbeiten in extreme Höhen. So bei Wartungsarbeiten am weltweit größten Radioteleskop am Effelsberg. In fast 100 Meter Höhe wurden hier Bauteile montiert. Aber auch Umbauten von tonnenschweren Spezialgeräten zählen für die Ahrweiler zum Alltag. Im Vergleich dazu sind Arbeiten an den schweren Brummis in der Werkstatt eher leichte Fälle. Das Unternehmen repariert als Kfz-Betrieb alle Arten von Fahrzeugen, bei Pannen, wenn möglich direkt vor Ort, damit die Fahrt schnellstmöglich fortgesetzt werden kann. Blechschäden lassen sich, wie wir eben gesehen haben, mit ein paar Handgriffen reparieren. Und da packen alle mit an, vom Meister bis zum Lehrling. Wer sich für die Ausbildung im Kfz-Handwerk interessiert, findet viele wichtige Informationen auf den Internetseiten der Handwerkskammer Koblenz, darunter in der HWK-Lehrstellenbörse, in der aktuell fast 30 Lehrstellen genannt werden. Hier gibt es auch weitere Informationen zu allen wichtigen Fragen des Handwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz.